Pfingstart 2018 beginnt am Sonntag, den 29. April um 11.30 Uhr in der Basilika am Veitsberg. Zu sehen, ganz hoch von Masud Rasavipur, eine Videoinstallation über die obsessiven Bemühungen eines Patienten, sich aus dem Krankenbett zu befreien. Im Mittelschiff der Basilika, der Veitsbergkirche, Lampedusa 3, die Ankunft. Dritter Teil der Trilogie, eine Ankunft unter dem Versprechen der Hoffnung, die in der Hoffnungslosigkeit endet. Über den aktuellen Zustand der österreichischen Gesellschaft reflektiert der Pfingstart-Themenabend am Montag, den 30. April um 19 Uhr im Kulturkeller am Veitsberg. Es ist ein Themenabend über Erinnerung und Zukunft. Doron Rabinowitsch liest aus seinem Roman Die Außerirdischen. Der Hund des Nachbarn schlug nicht an. Der Säugling aus dem ersten Stock, der uns so oft schon aufgeschreckt hatte, blieb ruhig. Nichts war zu hören, kein Lärm, keine Schreie, keine Schüsse, nicht das Brummen von Maschinen. Im Rückblick war das einzig Ungewöhnliche die Stille, die über uns lag. Und zeichnet ein verstörendes Szenario. Fremde Wesen versprechen der Menschheit das Ende von Krieg und Krankheit und verlangen im Gegenzug Menschenopfer in Form von Castingshows. Drastisch zeigt Rabinowitsch auf, wie schnell Zivilisation in Barbarei kippen kann. Eine Katze, die neben mir auf dem Fenstersims gesessen ist. Ich habe aus dem Fenster geschaut, die Katze. Mit dem Roman Suchbild mit Katze führt uns Peter Henisch in das Wien der Nachkriegszeit. Seine Lesung ist eine literarische Erforschung der teilweise sehr frühen Kindheit einer Zeit, die für viele von uns in einem vagen Nebel zwischen Vergessen und der Ahnen verborgen ist. Wie weit rechtsnationales Denken in der aktuellen politischen Landschaft wieder eine Rolle spielt, erörtern die Schriftsteller in einem anschließenden Podiumsgespräch. Ich habe aus dem Fenster geschaut, die Katze saß auf dem Sims daneben, sozusagen auf Augenhöhe. Und diese Katze war sowas wie meine große Schwester, denn die war schon da, bevor ich da war. Wie sehr das Unbewusste und Verborgene im gesellschaftlichen Leben eine Rolle spielen, zeigen Verena Rottke und Jörg Vogeldanz in ihrer begleiteten Ausstellung zum Themenabend. Ich ist ein anderer, erinnert an Arthur Rimbaud. Verena Rottke stellt ausschließlich den entblößten Körper in ihren Bildern dar. Dort ist der androgyne Träger für gesellschaftskritische und emotionale Inhalte.
Jörg Vogeltanz legt den Fokus auf Verborgenes und Groteskes. Pfingstart, zwei Abendkonzerte, zwei musikalische Mikrokosmen, Wasser, Leben, Grenzfluss, einstmals Krieg, André Offak Gitarre und Borut Mori Akkordeon spielen ihren poetischen Kosmos in der Dabo-Kirche am Weinsberg. Tobias Stosiek im zweiten Konzert, Cello-Rezital, sechs Bach-Suiten über Leben, Geburt und Tod, eine humane Botschaft an die Menschheit. Thank you.